Yay. Jetzt wollt ihr irgendwie nichts mehr sagen, oder was? Ach, es läuft grad? Ja, es läuft, es läuft. Wo soll ich das wissen? Also Leute, willkommen zu Professor Layton und die verlorene Zukunft. 2010, Level 5, irgendwas, Inc. Achso, ich wollte gerade sagen, 2012, Ja, 2012, es ist... Geburtstag. Dein Geburtstag. Hä? Ja? Achso, wir sind gar nicht im Vorstellungsgespräch. Spaß, jetzt erzähl. Egal, Ja, doch! Junge, leck mich einfach, ich schaff alles! Vergangen. Ja. Ja, Leute, das Spiel beginnt jetzt. Lass die Maus in Ruhe, bitte. Warum? Warum lässt sie immer so schnell ab? Okay, wie nenne ich mich jetzt? Naja, wie ihr bemerkt habt, also neues Let's... wird G? Ja, ich will aber meinen realen Namen nicht reinschreiben. Also ein neues Let's Play. Dann G-U-A. Ich nenne ihn einfach so. Nein! 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 Nein. Lass jetzt aus, ne? Mach Layton Styler. Warte, ich schreibe einfach Gautam rückwärts. Oder schreibe Gautimus. Oder schreibe Maxi King. Maxi King, oh yeah. Warte, so. Hey, hast gelernt. Maxi King. Muss sein. Maxi King. Die Handlung dieses Spiels ist frei erfunden. Jede Ähnlichkeit zu realen existierenden Personen, Ereignissen und Organisationen ist rein zufällig. Überspringen. Was ich jetzt nochmal drauf drücken würde. Du weißt sowieso, dass es rausgeschnitten wird. Was wird rausgeschnitten? Unsere Stimmen jetzt. Das werde ich alles rausschneiden. Langweilig. Ist nicht langweilig. Echt? Was ist langweilig? Was, ist doch langweilig, ne? Ey, was ist daran jetzt so? Wieso schneidet das raus? Ja, lass es doch. Sag erst, wenn die reden und wieder, wenn wir ja, zwischen okay. den Daten. Ich kann es einfach nicht glauben, Professor. Anfangs dachte ich, du wolltest mir einen Streich spielen. Aber das würde ich doch nie tun. Ich hoffe, Sie sind wohlauf, Professor. Ich hingegen befinde mich leider in einer misslichen Lage. Das von uns geliebte London ist in einen Zustand des Chaos verfallen. Und es kommt noch schlimmer. Das Unglück, von dem ich spreche, findet nicht in Ihrer Zeit statt. Es ist wahrscheinlich schwer zu begreifen, aber ich schreibe Ihnen 10 Jahre aus der Zukunft. Dies ist jetzt etwas zu viel auf einmal, aber ich werde alles so bald wie möglich erklären. Vorerst bitte ich Sie, zum Uhrenladen in der Midland Road in Baldwin zu kommen. Auf ein baldiges Wiedersehen, Ihr Lehrling Luke Triton. So unglaublich es auch klingt, der Absender dieser Nachricht scheint dein zukünftiges Ich zu sein, Luke. Mein zukünftiges Ich? Aber wie ist das überhaupt möglich? Ich weiß es nicht, aber es wirft folgende Frage auf. Falls der Brief echt ist, wie kam er hierher? Ein zeitreisender Briefbote? Nur ein kleiner Scherz. Aber das ist wirklich eine überaus mysteriöse Sache. Und sogar in der Zukunft brauchst du anscheinend meine Hilfe. Deine Beständigkeit in solch unsicheren Zeiten ist sehr beruhigend, mein Junge. Danke, würde ich mal sagen. Aber wie finden wir jetzt heraus, ob der Brief wirklich echt ist? Nun ja. Momentan liegt vieles noch im Dunkeln. Aber ich habe das Gefühl, dass dies mit dem furchtbaren Ereignis von letzter Woche zu tun hat. Okay. Professor Layton hat einen sehr eigenartigen Brief empfangen, dessen Absender schreibt, er sei sein Lehrling Luke, 10 Jahre in der Zukunft. Wie ist das möglich? Man munkelt. Es begann alles vor etwa einer Woche.
Mit Hilfe eines hexadimensionalen Alpha-Distributoren konnte ich einen konzentrierten Strom Hamannier-Partikel durch einen Zeitstrudel, mit anderen Worten ein Wurmloch, steuern. Dieser Partikelstrom ermöglichte es mir, die Fixpunkte dieser Anomalie zu bestimmen. Diese Daten bilden die Grundlage für die künstliche Beugung des Zeitflusses und die Errichtung eines massiven Magnetfeldes durch Einsatz einer Solia-Spule. Sobald dieses Feld stabilisiert ist, lassen sich buchstäblich Löcher oder Lochcluster in das Raumzeitkontinuum treiben. Nach diesem kritischen Schritt muss lediglich ein Energieportal hergestellt werden. Diese Vorgehensweise misst und reguliert die Partikelzirkulation während der gesamten Verbindung. Ganz schön was los hier, finden Sie nicht, Herr Inspektor? Nur würde ich schon gerne wissen, wie wir zu einer Einladung zu diesem Festessen kommen. Was unterstehen Sie sich, Barton? Ich bin ein einflussreicher Mann der Exekutive. Selbstverständlich lädt man mich zu einer solchen Festivität ein. Ja, wahrscheinlich ist das so. Wahrscheinlich? Habe ich recht gehört? Höchstwahrscheinlich. Allerhöchstwahrscheinlich, Chef. Ich war ganz sicher. Ja, okay. Aber okay. Wir machen das dann, ne? Ja, ihr macht das dann. Warte, Mimpi. Ja, ich weiß das noch. Okay, wir können jetzt noch Sachen untersuchen. Münzen suchen? Ja, ein bisschen Münzen suchen. Warte, das kann man sowieso jetzt nicht. Doch? Nein, man wird später drauf. Ja. Wieso dreht sich das nur und das nicht? Ja, dann klickt man drauf. Ja. Und das ist eine komische Maschine, ob die auch wirklich funktioniert. Klick auf das Essen. Klick auf das, was rotiert. Das Essen. Wenn ich mit denen rede, dann kommt ein Gespräch. Das Essen ist überaus erbärmlich, Bill. Beeil dich, damit wir endlich gehen können. Ja, meine Liebe. Ich fühle mich hier ein wenig unwohl, Professor. Verständlich, Luke. Dies ist schließlich ein überaus erlauchter Kreis. Sogar der Premierminister ist anwesend. Hey, schauen Sie! Ich glaube, dort ist Inspektor Chelmy. Also, Professor, was sagen Sie zu dieser Veranstaltung? Glauben Sie, dass wirklich jemand eine funktionierende Zeitmaschine erfunden hat? Ich bin nicht ganz sicher, aber eines steht fest. Falls es stimmt, wird dies für gewaltigen Aufruhr in der Welt der Wissenschaft sorgen. Nun, ich für meinen Teil bin schon ganz aufgeregt. Aber Sie scheinen nicht völlig überzeugt, Professor. Alles ist möglich, Luke. Aber ich will diese sonderbare Vorrichtung erst einmal in Aktion erleben. Zudem muss ich sagen, dass mir diese ganze Vorstellung irgendwie verdächtig scheint. Wie kommen Sie darauf, Professor? Ich habe keinen Bock, dass ihr irgendwie Handygeräusche hier vor... Also... Nein! Das reagiert auf dein Handygeräusch, deswegen. Es wird dann so krrr kommen. Ich weiß, dann hört es. Nein, das macht krrr. Hast du gemacht? Ja, hab ich. Okay. Ach so, ich verstehe. Hier meldet sich wieder ihre berühmte Intuition zu Wort, nicht wahr? So kann man es auch sagen, aber genug der Spekulationen. Schau mal darüber, Luke. Huch! Was ist denn mit diesem Wachmann dort los? Er scheint nach jemandem zu suchen. Ob sich jemand ungeladen in die Menge geschlichen hat? Was? Glauben Sie, wir haben einen Eindringling in unserer Mitte? Rede ich mit ihm? Ja. Oh jemine, was soll ich nur tun? Ich bin geliefert. Ich dachte, die reden immer von selbst. Ja, nein, so. Nein. Hast nur du gesagt? Nein. Ich hab das nicht gesagt. Was hast du gefragt? Ja, ich hab doch gefragt, ob die jetzt immer reden. Nicht immer. Du hast nicht immer gesagt, du hast gesagt. Achso, okay, Entschuldigung, nicht immer. Und wenn es so nicht ist, können wir gleich sehen. Okay, sehen etwas besorgt aus, mein Herr. Kann ich etwas für Sie tun? Für mich tun? Ach, ich weiß nicht. Ich habe da etwas Unberuhigendes von einem Gast erfahren. Welches? Der ungebetene Gast? Nur 10. Okay, ich klick mal drauf, damit das schneller geht. Bewegt. Ach, das kennt man ja sowieso schon. Jeder Mensch kann hier lesen. Okay,
Wollt ihr das, soll ich das vorlesen? Mach. Unser armer Wachmann sucht nach einem Eindringling. Zum Glück hat er erfahren, an welchem Tisch der Gesuchte sitzt. Sein Tisch steht neben einem Tisch mit einer roten Blume drauf. Die Tischdecke hat eine andere Farbe als die Decken sämtlicher benachbarter Tische. Und es steht keine gelbe Blume drauf. Benachbarte Tische sind mit gestrichelten Linien verbunden. Und nun bist du dran. Bewege deinen Wachmann an den richtigen Tisch. Ich weiß die Antwort, also... Kann man jetzt steuern, oder was? Ja, man kann den Wachmann jetzt steuern. Was, kann ich da hingehen? Da. Da ist der Wachmann. Ja, ich weiß aber... Achso. Jetzt kannst du misshandeln. Das hört mich an von wie halt. Du weißt ja, also, wie, wenn man ja, so... Man kann die... Okay, warte, sein Tisch steht neben einem Tisch mit einer roten Blume drauf. Okay, zwei Stück sind da. Drei Möglichkeiten. Neben, ne? Neben, ja, wollte ich warte. Neben einer. Ist es der hier? Warte, noch was, warte. Die Tischdecke hat eine andere Farbe als die Decken sämtlicher benachbart. Geht nicht. Und da steht keine gelbe Blume drauf. Mm-mm. Ist es nicht, das kann ich euch sagen. Die ist es nicht, die ist es nicht. Warte. Wer hat darauf gezeigt? Ich. Also die Tischdecke ist doch von dem Ball. Warte. Aber... die gelbe Blume ist eher... Ja, meine ich ja. Deshalb kann das doch nur das sein. Es ist das Weiße. Okay. Antwort? Wenn ich mich richtig erinnere. Das ist meine Antwort. Ha! Okay, dann warte, da alles okay. In Gotham. Also, dann nochmal von vorne. Okay, ja. Wusste das doch! Erneut versuchen. Falsch. Wusste das. Irgendwas war falsch. Warte, lass mich. Warte, das war. Nein, warte. Lass mal überlegen. Ich weiß, das war das hier. Nein, warte. Keine nein, gelbe. Warte. Ich glaube, es war das da untere. Und ich hab's. Welche? Obwohl, warte. Warte, ich weiß. Wusstest du die Antwort? Das war irgendwo da oben. Das da. Warte. Neben einer roten Tischdecke. Stimmt, das da. Das muss es sein. Warte. Ist ja nicht verboten, dass dann neben einer roten Blume noch eine Blume ist. Die Tischdecke hat eine andere Farbe als die Decken sämtlicher Benachbarten. Das hat nichts damit zu tun, das sage ich dir echt. Ja, ich habe das gesagt, ne? Ja, das okay, ist es. Das ist meine Antwort. Wie wäre es hiermit? Ha! Ja, okay. Ja. Ich wusste es. Ja, ich wusste es. Ein blindes Korn findet. Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Du hast ein. Hä? Ich dachte schon, das steht da. Gut gemacht, du hast den ungebildeten Gast gefunden. Den Rest kannst du getrost dem Sicherheitspersonal überlassen. Du weißt, letztes Mal habe ich die meisten Rätsel gemacht. Ich weiß. Ich rede auf. Ja, das war auch sein reingedrückt, egal. Dorflich. Vortrefflich kombiniert, mein Junge. Rätsel Nummer 1, der ungebildete Gast ist Rätsel Index. Ja, 1 von 150. 150, oder war das? Ja, 150. Ja, wir sollen Pikarat sammeln, kennt man ja schon. Wofür war das nochmal Pikarat? Ja. Zum Schluss. Du weißt, es kommt, gefällt mir nicht, deswegen, ne? Ich mach das mehr. Ich mach das sowieso weg. Hä? Ich kann. Langweilig. Halt die Fresse. Ehrlich, ist es nicht, scheiße. Ich mach das weg. Geht. Puh, danke für Ihre. Nein, mach das nicht weg. Lass es einfach, ist doch egal. Es kann doch immer wieder. Egal, weiter. Ja, okay, ich lasse es dann drin, du Pixar. Puh, danke für Ihre Hilfe. Den Job werde ich mir jetzt vorknüpfen. Haben Sie gesehen, Professor? Ich habe dabei geholfen, einen Ganoven-Denkfest zu machen. Freu dich an Keks. Oh, die Forschung geht los. Lassen Sie uns schnell an unseren Tisch zurückkehren. Okay. Meine Damen und Herren! Vielen Dank für Ihre Teilnahme an einer Vorführung, die zweifelsohne in die Geschichte eingehen wird. Hier ist er, der Erfinder der ersten Zeitmaschine der Menschheit, Dr. Alan Stolypin. Vielen Dank, verehrte Anwesende. Nach langjähriger Forschung freue ich mich, Ihnen heute die Früchte meiner Arbeit zu präsentieren. In Kürze werde ich zur geplanten Demonstration schreiten. Zuvor jedoch möchte ich meine Freude über die Anwesenheit von Premier Bill Hawks bekunden. Für unseren besonderen Gast ist schon ein ganz besonderer Platz reserviert. Bitte kommen Sie nach vorne, Herr Premierminister. Nur zu.
Ist es wirklich wahr? Was meinen Sie, Herr Premier? Kann man mit dieser Apparatur wirklich durch die Zeit reisen? Wieso warten Sie nicht ab und überzeugen sich selbst? Bevor wir beginnen, würden Sie uns mit ein paar Worten Ihrerseits beehren, Herr Premierminister? Sehr geehrte Damen und Herren, heute ist ein geschichtsträchtiger Tag für unsere Nation, aber auch für die gesamte Menschheit. Seit jeher strebt der Mensch danach, seine von der Natur gesetzten Grenzen zu überwinden. Wir haben den Himmel und das Meer erobert. Wir sind in die Ferne des Universums aufgebrochen. Die einzige unüberwindbare Grenze schien die Zeit selbst. Die Reise durch die Zeitebenen war ein Traum, nicht durch menschliche Intelligenz zu erreichen. Bis jetzt. Meine Damen und Herren, heute läuten wir eine neue Ära der Menschheit ein. Ich danke Ihnen, verehrter Herr Premierminister. Und nun zu dem Moment, auf den Sie alle gewartet haben. Fahren Sie fort, Dr. Stolypin. Bevor wir beginnen, habe ich noch eine Bitte. Es wäre mir eine Ehre, wenn der Premierminister mir assistieren könnte. Was sagen Sie dazu, Herr Premier? Was? Ich versichere Ihnen, es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Ich nahm an, dass ich an der Prozedur nur als Beobachter teilhaben sollte. Vergeben Sie mir meine Anmaßung. Mir liegt es fern, Sie in Verlegenheit zu bringen. Sie hatten gewiss Ihre Gründe, der harten, praktischen Wissenschaft den Rücken zu kehren. Es steht Ihnen frei, zu Ihrem Platz zurückzukehren, Herr Premier. Warten Sie! Natürlich stehe ich Ihnen zur Verfügung. Bill, bist du verrückt geworden? Das ist die Einstellung, die ich von einem kühnen Staatsoberhaupt erwarte. Meinen vollsten Respekt. Und nun, genug der Vorreden. Meine Damen und Herren, erleben Sie nun die Zeitmaschine. Herr Premier, wären Sie so freundlich, einzutreten? Was ist schief gelaufen? Wo ist der? Wo ist Bill? Hilfe! Meine Damen und Herren, keine Panik. Bitte bewahren Sie Ruhe. Professor, wie schrecklich. Der Premierminister und Dr. Stolypin sind verschwunden. Das ist ja... Sie glauben also, dass die Ereignisse der letzten Woche mit diesem Brief zu tun haben? Oh,
Wenn die Zeitmaschine echt war, dann könnte auch der Brief echt sein. Glauben Sie das, Professor? Vielleicht. Aber dies sind nicht die einzigen Aspekte der Geschichte, die mir Kopfzerbrechen bereiten. Luke, hast du von dem kürzlichen Verschwinden mehrerer Personen in London gehört? Ja, ich habe in der Zeitung darüber gelesen. Mehrere bekannte Londoner Wissenschaftler sind auf mysteriöse Weise verschwunden. Genau. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass diese Vorfälle mit unserer Geschichte zu tun haben. Wie dem auch sei. Als erstes sollten wir die Adresse aufsuchen, die in jenem Brief erwähnt wird. Gute Idee, Professor. Was wolltest du wissen, ob er gestorben ist? Ja, bestimmt nicht. Nicht sagen. Wir werden das erfahren. Ja, ihr werdet das sowieso erfahren. Warum hat die vorhin gelacht, als er in der Zeitmaschine war? Hast du nicht gesehen, wie er da stand, so richtig stumpf, so? Ja. Ach so, einfach so, okay. Einfach so stumpf, so. Ich glaube, er ist in der Zukunft. Glaube ich auch. Bill Hawks, der Premierminister Englands, ist auf mysteriöse Art und Weise während der Vorführung der Zeitmaschine verschwunden. Was ist mit Hawks geschehen? Seltsamer Brief auf die Spur des größten Mysteriums, das wir je erlebt hatten. Professor Leighton und die verlorene Zukunft. Wir sind in keinem Horrorfilm. Muss ich wieder lesen? Vielleicht. An dich, Max. Tiefer Freundschaft. Ein Brief, der uns irgendwie aus der Zukunft erreicht hat. Und der Absender, so seltsam es auch klingt, bin ich selbst. Oder genauer gesagt, mein zukünftiges Ich. Damals konnten wir die merkwürdigen Geschehnisse noch nicht erahnen, in die uns der Brief verwickeln würde. Ey, mal, lass uns mal beruhigen. Alles wegen dir, wegen Maxi-Kill. Meine tiefe Freundschaft. Ja, aber was ist dir eingefallen? Prolog, der Uhrenladen im Midland Road. Warum ist dir der Name eingefallen? Echt mal an. Ich weiß. Das ist wegen dir. Ey, das ist nicht schlimm. Okay, es geht im nächsten Part weiter.